Liebe Freunde der Freiheit, auch heute sind wir wieder fleißig am Plakatieren, wie ihr hinter mir sehen könnt. Hinter mir hängt ein Wahlplakat der CDU mit Kretschmer drauf und ausgerechnet auf diesem Wahlplakat steht Recht und Ordnung durchsetzen. Das ausgerechnet bei dem Corona-Täter Kretschmer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben natürlich das passende Gegenplakat dazu und haben das oben drüber gehangen. CDU-Verbot jetzt. Die Wahlplakate der Grünen sind ja auch der absolute Knaller. Die Natur schützt es, ist unersetzlich. Sagen ausgerechnet die, die zu Corona-Zeiten die Natur mit Milliarden von Masken verdreckt haben und jetzt hektarweise Wald platt stampfen für irgendwelche Windräder, die keinen stabilen Strom liefern können. Ja, passend dazu haben wir natürlich oben drüber unser Plakat gehangen. Wer den wechseln will, der sollte mit der zweiten Stimme uns wählen, damit wir mit diesem grünen, man muss ja eigentlich sagen, diesen braunen Irrsinn endlich ein Ende setzen können. Hier wieder so ein schönes Beispiel von Bündnis 90 Die Braunen. Die schreiben, damit alle ans Ziel kommen. Meinen natürlich nur die, die ihre Meinung haben, also nicht die mit anderer Meinung, zum Beispiel wie Ungeimpfte. Deswegen haben wir gleich das passende Plakat drüber gehangen. Täter bestrafen, Täterparteien wie die Grünen gehören nicht abgewählt und bestraft. Hier ist noch so ein Knaller von den Bündnis 90, den Braunen. Bessere Bildung, bessere Chancen. Und das ausgerechnet von der bildungsfernen Partei Bündnis 90, die Braunen, die aus Studienabbrechern und Schulabbrechern ohne Abschluss, aus Küchenhilfen und Ähnlichem besteht. Wir setzen da jemanden drüber, der wirklich Bildung hat, nämlich Martin Kohlmann, ein Rechtsanwalt mit abgeschlossenem Studium.